So, wir haben eine kleine Fahrpause eingelegt und haben gesagt, wir gehen heute zum ersten Mal so richtig mexikanisch Mittagessen. Sind jetzt hier mitten im Nirgendwo stehen geblieben und haben da so eine kleine Hütte gefunden, wo es was zu essen gibt. Und da sind wir jetzt rein, das schaut super nett aus. Wir haben irgendwie geschafft, alle mit Hand und Fuß da was zu bestellen. Also, erstes Mal Essen in Mexiko. Das wird geil! Hallo! Hallo! Wir haben schon mal einen Gruß aus der Küche. Na, schau mal an, das passt doch. Das brennt dir alles weg, sag ich dir. Das tötet alle Bakterien. Ja, genau. Das ist total gut. Sieht schon ein bisschen schlimm aus. Ja, bis zum Schatz geht. Bist du zufrieden? Und was ist das? Das ist diese Bohnenpaste. Bohnenpaste. Geil. Du hättest eigentlich das Glück, dass kein da Kraut drauf gekommen ist. Kraut. Ja, welches Kraut magst du? Ja, richtig. Hallo? Ich war fröhlich. Korrekto. Damit ihr hier die nächsten Folgen wisst, worum es geht, wenn wir von Tacos, Tortillas, Tostadas und Nachos reden, hier eine kleine Einführung für die, die das so wie ich auch immer durcheinander bringen. Von Tacos spricht man, wenn man eine Tortilla, also einen runden Mais- oder Weizenfladen hernimmt und ihn bereits mit den Zutaten seiner Wahl gefüllt hat. Dieses mexikanische Fastfood-Gericht erfreut sich mittlerweile in ganz Nord- und Mittelamerika großer Beliebtheit und wird auch meist mit einer scharfen Salsa abgeschmeckt. Ist die Tortilla nur mit Käse gefüllt, spricht man von Quesadillas. Und wem das nicht reicht, der kann den Tortilla-Fladen auch frittieren und erhält die sogenannten Tostadas, was wir, wenn es in Dreiecksform vorkommt, auch als Nachos kennen und mit einer Guacamole einfach super lecker ist. Supi, jetzt sind wir mal alle auf demselben Stand, zumindest was die hiesige Kulinarik anbelangt. So, hier ein Exzerpt aus dem wahren Leben. So aufgeräumt schaut das manchmal bei uns aus. Wir haben heute vorne geschlafen, weil es so gestimmt hat und weil wir hinten beim Motorrad unsere Abdeckung haben und die dann in der Nacht oft flattert, schlafen wir, wenn es sehr viel Wind hat, einfach präventiv manchmal vorne. Dann bauen wir da um und dann schlafen wir da. Ist sehr nett. Aber was steht heute eigentlich an? Ruben! Los geht's! Auf geht's, Mexiko! Ich glaube, Flagge kleben muss ich morgen. Es geht heute nicht bei dem Wind, sonst habe ich es im Gesicht. Na, was haben wir für eine Farbe? Rosa. Schweinchen rosa. So wie die Niederlande, die waren auch schon mal so ähnlich. Schweinchen rosa, wie die Niederlande und Schweinetacos. Heute ist nämlich wirklich gut windig. Na, schaut mal, wer gerade gekommen ist. Juhu! So, Blutschwissen angekommen, da hinten sind die Roman, da sind jetzt auch noch gelandet. Wir machen jetzt mal einen kleinen Spaziergang. Wir kriegen übrigens immer wieder mal so Kommentare dazu, dass unsere Videos so verwackelt sind. Tja, das Pech, aber das wird sich so schnell auch nicht ändern.
Außer Sony kommt mal irgendwann mit was vernünftig, mit einem vernünftigen Weitwinkelobjektiv raus, das auch Bildstabilisator drin hat. Und gleichzeitig eine vernünftige Offenblende. Aber unsere Videos und unser Stil lebt halt davon, dass wir mit Offenblende filmen. Und wenn Offenblende F4 ist, was das einzige Zoom-Objektiv mit Weitwinkel bei Sony ist, dann ist halt der Rest des Videos irgendwie nicht so cool. Und ein Gimbal will ich auch nicht auf jede Wanderung immer mitschleppen, weil das sind auch wieder 2 Kilo sperriger Kram. Also, tja, so ist es halt. Ihr könnt ja mal einen Sammelbrief an Sony schreiben, die sollen uns endlich mal ein 1635er 2.8 produzieren. Dann können wir das dann, dann bieten wir gerne auch stabilere Videos an. Aber ja, so ist das halt. Man kann halt nicht alles haben im Leben. Sony hat uns und euch zumindest teilweise erhört. Ein Firmware-Update der Kamera hat die Stabilisierung deutlich besser gemacht und ihr könnt euch also im Verlauf der Staffel auf etwas weniger Gewackel freuen. You ready? Da ist heute auch noch ein schöner Schweizer Vario gelandet. Wie heißen die Schwarzen auf Deutsch? Hä? Die Schwarzen. Den roten Kopf. Kondor. Kondor. Na, was hast du da gefunden? was mit 4 Zahnreihen auf jeden Fall. Ich denke mal irgendwas Haiartiges. Könnte so ein Hammerei auch gewesen sein. Ein Hammerei? Ein Hammerei. Genau, Göda. Göda is already dead. Da findet man echt einiges an dem Strand. Okay. You broke the poor thing. Like that. That's how we went. Vielleicht wirklich ein Fisch, aber das sieht doch sehr eindeutig nach Hai aus. Ja. Da gibt es leider viele davon. Krass. Oh, schau, der hat sogar noch das Auge. Der schaut dich sogar noch an. Ich hoffe, das hört man jetzt überhaupt mit dem Wind. Wir sind da hinten stehen die Autos hier. Wir sind einfach da so an den Strand spaziert und gehört da so rein. Und da geht es jetzt hoch ein bisschen. Alles voller Pelikane da unten. Ein paar wenige. Schaut mal, wen wir gefunden haben. Da mal rennt da unten der Uli lang. Der alte Naturfotograf. Erwischt. Okay. Beim heimlichen Schmusen erwischt.
Wir sind hier übrigens am Playa La Gringa, dessen Region bekannt für seinen Artenreichtum an Vögeln ist. Wir bekommen heute großteils Pelikane zu Gesicht, deren Jagdmethoden recht faszinierend sein können. Am weitesten verbreitet ist die Methode, schwimmend eine Hufeisenformation zu bilden und so die Fische in flacheres Wasser zu treiben, wo sie nicht mehr in die Tiefe entkommen und somit leicht erbeutet werden können. Manchmal werden diese Aktionen durch heftiges Schlagen der Flügel auf die Wasseroberfläche unterstützt. Ein Pelikan frisst für gewöhnlich 10% seines Körpergewichts am Tag. Dies sind beim rosa Pelikan etwa 1,2 Kilogramm. Wir legen nach 2 Tagen an diesem wundervollen Platz heute wieder einige Kilometer zurück und wollen auf die andere Seite der Baja an den Pazifik. Auf dieser Seite, sagt man, seien die Chancen enorm hoch, Wale zu sehen. Na dann sind wir ja mal gespannt. Wir können auch ein bisschen nach links fahren, wenn der Sand das zulässt. So, hier bleiben. Wenn wir können, ein bisschen nach links vielleicht, oder ist der Sand da zu weich? Also hier links geht die Piste hinter. Geradeaus geht auch noch eine Piste hoch über den Hügel rüber. Ja, der Overländerplatz ist, glaube ich, einfach hier links den Strand entlang, soweit man will. Okay, dann driften wir einfach mal links ab und irgendwo. Gemeinsam versuchen wir immer herauszufinden, was die besten Optionen für uns sind. 3 Lkw brauchen ja auch einfach immer ein bisschen mehr Platz. Aber davon gibt es hier ja glücklicherweise genug. So, wir sind eigentlich gerade bei einem schönen Spieleabend zusammengesessen, bis ich auf meinem Telefon eine Wetterwarnung bekommen habe. Wir sind da jetzt ganz praktisch am Wasser gestanden, vielleicht einen Meter über Meer. Und jetzt kam eine Wetterwarnung rein, die für hier, für die Baja an der Westküste, Regen und Sturm bis 70 bis 90 km/h angesagt hat, inklusive Wellen von 2 bis 4 Metern. Und jetzt schauen wir, dass wir schleunigst hier das Weitersuchen und ein bisschen höheren Boden finden. In solchen Situationen heißt es, wie man so schön sagt, immer lieber Vorsicht als Nachsicht. Also fahren wir einfach ein paar Meter den Weg zurück. Dann bleibe hier stehen. Rico, willst du dich hinstellen, dass du wegkommst? Ja, passt es super. Was geben wir uns da noch da in den Empfang?
So, wir sind da jetzt einfach die Straße wieder zurückgefahren, stehen jetzt einfach ein paar Meter höher auf der Zufahrtsstraße, einfach am Straßenrand und werden jetzt mal hier schlafen. Ja, soll es auch mal geben. Wenigstens werden wir nicht weggespült. Jetzt fahren wir ins südliche Baja. Da gibt es so eine Zone, die man überschreitet. Da wird das Auto, soweit wir wissen, mal ein bisschen desinfiziert, damit wir nichts vom Norden der Insel mit in den Süden bringen. Mal schauen, was da jetzt passiert. Spannenderweise nimmt man hier nicht mal die gleiche Zeit mit. Auf der Baja gilt es nämlich im Süden, die Uhr um eine Stunde nach vorne zu stellen. Haben wir noch Pesos? Wir haben noch. Also, nee. Wir können Dollar zahlen, Arthur. Ich glaube, wir können Dollar zahlen. Dollar. Wie viel? Also einen Dollar mussten wir jetzt pro Fahrzeug zahlen. Ja, musst du nur noch Spanisch verstehen. Ja, ein Dollar haben wir jetzt bezahlt dafür, dass wir da über einen nicht vorhandenen Sprühnebel gefahren sind. Der unser Auto großartig desinfiziert hat.